Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und dies sind jetzt die besten Whiskys aus dem Oktober 2021. Ja, wir sind im November, also blicken wir zurück auf den Oktober. Und ich darf den ersten Rückblick machen, und zwar mit dem Tamnavulin Pinot Noir. Ah, schon besser. Ein Französisch. Pinot Noir. Ja, also der hat jetzt direkt nicht den Award dafür bekommen, dass er so gut ist, sondern dass er wirklich Preis-Leistungssieger ist. Der hat einen richtig netten Preis, also ist wirklich nicht zu teuer, aber dafür ist er wirklich, wirklich gut. Ja, den gibt es bei whisky.de im Shopsystem, wie alle diese Flaschen, wenn sie da nicht schon vergriffen sind, wenn sie dieses Video sehen, zum Preis von 24,90, glaube ich. Nee, 28,90. 28,90, also deutlich unter 30. Und dafür ist das ein absoluter Spitzenwhisky. Also er ist wirklich wunderschön, also diese deutsche, was heißt das, Speckburgunder? Keine Ahnung, oder, ja. Pinot Noir. Pinot Noir dann eben halt. Wir dürfen Fremdwörter verwenden. Ja. Also es ist ein deutscher Wein und der gibt ihm einfach eine wunderschöne fruchtige Note. Ja. Der nächste ist der Aberfeldy, 16 Jahre. Exceptional Cask, ist limitiert, wurde aus 4 Fässern gemischt aus derselben Brennerei, also Single Malt, und abgefüllt. Und das waren französische Weinfässer wiederum, Rotweinfässer von Saint-Julien. Das ist, glaube ich, ein Teil der Region Bordeaux. Nee, nicht, ich glaube, das ist ein Teil von der Region Bordeaux. Saint-Julien, ganz einfach. Und dieser ist ja mit 16 Jahren und diesem Finish ein hoch aufgeladener, kräftiger, voluminöser Whisky. Hat mir super gefallen. Mhm. Gut, der nächste hier ist ein Lagavulin, 10 Jahre. Und der ist ja das Zwischenstück zwischen dem Lagavulin 8 Jahre und dem 12er Cask Strength. Und ein ja, typischer Lagavulin, wie man ihn kennt. Nur natürlich ja, ein Stückchen jünger. Also richtig schön würzig und kräftig und rauchig und ja. Ja, und die typische Stärke von 43 Volumenprozenten. Ganz ohne Sherryfass-Einfluss, also Brennereicharakter, ziemlich intensiv, nicht zugedeckt von dem Sherryfass. Sehr schön gemacht. Ja. Ja, recht schöne Geschichte. Ja, aber ich glaube, er kommt nicht ganz an gegen den nächsten Kollegen. Der nächste Kollege war schon ziemlich klar, dass der einen bekommt, weil Beaumont 21 und dann im Château Lagrange. Nein, Château Lagrange. Lagrange daneben. Manchmal spricht man das Ende, manchmal spricht man das nicht. Ach, ja. Ist halt manchmal so, ne? Kann ja keiner wissen. Kann ja keiner wissen. Die Franzosen wissen das. Ja, ja, insofern, also ein Beaumont, sehr untypisch, also auch in einem Weinfass gereift, im französischen Rotweinfass gereift und damit anders als die üblichen Oloroso-Sherry-Fässer, in denen der Beaumont reift, dann mit 21 Jahren. Mich freut es also, dass Beaumont es geschafft hat, so viele Fässer beiseite zu legen, dass sie jetzt wieder 21-Jährigen abfüllen können. Gefällt mir also richtig, richtig gut an dieser Stelle. Und das Besondere war, Beaumont hat seine Blended Whisky Produktion, die haben zu den Blended Whiskys zugearbeitet, die haben sie im Jahr 2000, glaube ich, verkauft gehabt. Also geht es jetzt eigentlich wieder auf? Jetzt muss es eigentlich ganz, ganz massiv mit den Beständen wieder aufwärts gehen. Die beim 21-Jährigen, jetzt nicht beim 30-Jährigen, da brauchen wir noch ein bisschen. Aber sie haben damals dann auch größere Finanzprobleme gehabt, dass sie da vielleicht doch nicht so viel abgefüllt haben. Hm. So, der nächste ist also eine interessante... Hätte eigentlich ich probieren sollen. Eine interessante Flasche, noch nicht. Nein, die haben wir noch nicht ausgetrunken, so schnell geht es nicht. Aber wir haben diese Flasche leer zur Verfügung gestellt bekommen, weil dieser Whisky so frisch auf dem Markt war, dass der sich noch in der Abfüllung befand, als wir ihn getastet haben. Und dazu gab es dann ein Sample zum Probieren, aber das war eine ganze 0,7 Liter Flasche als Sample in der Classic Liquor Bottle. Also das war schon ein schräges Ding. Ein hervorragender Whisky, ein Johnny Walker Blue Label mit einem besonderen Anteil an Petit Weich da drin. Das war eine experimentelle Brennerei neben Mortlach oder auf dem Gelände von Mortlach mit einer Whisky-Pipeline zur Fassabfüllung von Mortlach dazu. Und es gab einen unglaublich komplexen Blended Whisky, der ja handwerklich
kreiert wurde. Und dann wurde das Ganze hier noch in einer tollen Schuber-Schachtel, die gab es dann auch schon dazu, kriegt man dann auch zugesandt. Und das ist aus meiner Sicht das perfekte Geschenk für einen Erbonkel. Man ist gern Erbonkel, ne? Weil er halt so fantastisch gemacht ist. Den Johnny Walker Blue kennt man. Ist an dieser Stelle jetzt aber nicht so rauchig, wie der normale Johnny Walker Blue rauchig ist. Also kostet das Doppelte vom normalen Johnny Walker Blue, weil er halt limitiert ist. Das ist die vierte Abfüllung aus dieser limitierten Serie. So, haben wir es. Gut. Dieses Mal relativ viel, weil es einfach sehr gute Whiskys in diesem Monat gab. Und wir im Winter probieren wir etwas mehr. Haben wir unsere wöchentliche Zahl an Videos ein bisschen hochgenommen, weil ich weiß, ihr sitzt eher daheim, nicht so viel mehr grillen am Abend, sondern eher mal gerne daheim vom Fernseher oder vom Laptop. Und da kann man dann auch mal etwas mehr Videos drehen, damit die Leute mehr zum Gucken haben. Ja, das war's mal wieder diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.